Wir bauen quasi Dampfloks neu hier in Sieversdorf in der Orgelwerkstatt. Die Orgeln, die wir jetzt in die Hand nehmen, die halten 20, 50, 100 Jahre. Und das geht nicht alleine als ein Orgelbauer, sondern das geht hier auch wirklich nur im guten Team. Und da haben wir in Sieversdorf das ganz große Glück, dass wir Leute mit Erfahrung haben und jetzt auch Junge, die wieder dort noch neue Kraft reinbringen. Wir restaurieren ja eine Sauerorgel von 1914, 1915. Und gerade sind wir dabei, den technischen Einbau zu tätigen. Das Besondere an dieser Orgel ist, dass es die einzige in Berlin und Brandenburg ist, die ein Fernwerk auf dem Dachboden hat. Eine kleine Orgel auf dem Dachboden und über einen Schallkanal strömt dann der Klang ganz aus der Ferne in den Kirchenraum. Jetzt probieren wir, ob sie geht. Also so wird das später dann mal hier in der Orgel aussehen. Es ist Architektur, es ist Physik, es ist das Handwerk mit ganz viel mit Holz, es ist aber auch die Feinmechanik. Und so kommt alles zusammen und zum Schluss wird mit den klanglichen Arbeiten dann dieses Projekt Orgel abgeschlossen, sodass es wie ein Blumenstrauß ist, der auch noch ganz besonders gut riecht und damit Leute erfreut, aber auch in Trauerfällen einfach hilft, ein bisschen Kraft zu finden.